Ich glaube, das ist das erste Stück, was du geschossen hast, oder Hannes? In der Gemeinde, ja. Der, was einen Rehbock geschossen hat, der Hannes, der Macher. Waldmeister. Und ich sage auch Waldmeister und dem tollen Jagdführer damals bei einem wunderbaren Erlebnis. Dankeschön. Waldmeister. Bitte um das Signal hier stehen. Thank you.
Landherrn Leo Stein in Hinterhof, oberhalb des Leben-Federgehens, in Ausübung seines Dienstes durch einen Wilderer durch tödliche Schüsse ermordet. Im 84. Lebensjahr der Witwe Humbert Brandauer, gewesener Zimmermann im Eisenberg unter einem Bauern in Wenig in Aufenthalt. Nach seinem Tode verkündete Pfarrer Jakob Fuchsberger über ausdrücklichen Wunsch des Verstorbenen öffentlich von der Kanzel, dass sich derselbe am Totenbette als Mörder von Uwe Ebermeier bekannt habe. Dies tat er zur Erleichterung seines Gewissens und um Verdacht von Unschuldigen abzuwenden. Naturlofer Schnee, rundum alles Säge und Südbrachbrachin, aus dem Bergwasser trinken, der Sängerin winken, am Wanderer grüßen, nicht anzuwidern müssen. Sie wird um aus dem Freien und mehrerweil gut aufgelegt sein. Der Mann scheint am sonnigen Grab und nur seid so was wohnen. Ein Jagerle im Wald, wir sind Herrgott ab. Rundum atum. Heimat, wer bist du so schön? Land, wo du liebst, lass uns in Frieden jetzt gehen. Die Arbeit ist da und die Jagd ist bald gar. Herrgott hat Dank für das schöne Jahr. Und Gott sagt, dass es gut war.